1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht wieder heute Nacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ans Telefon. 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Tanja und Tanja ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Tanja. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich eine Geliebte bin. Du bist eine Geliebte. Von wem? Ja, von Mike. Ja, nee, ich wollte jetzt, nee, ich wollte keinen Namen. Wenn man eine Geliebte, ich bin eine Geliebte von, klingt das immer so, als wäre die andere Person irgendwie in festen Händen. Ja, der heiratet. Ein Ehemann, von einem Ehemann. So meinte ich das. Mhm. Wie lange schon? Seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren schon? Seit 4 Jahren bist du mit einem verheirateten Mann heimlich liiert. Ja, was heißt liiert? Also angefangen hat das damals so, dass ich hier bei uns im Landkreis in einer anderen Straße gewohnt habe, die damals dazugezogen sind und wir damals Nachbarn waren und dass sich das dann halt irgendwann mal so entwickelt hat und ja, wir dann auch mal 2 Wochen zusammen waren. Ja. Und beim Kumpel von ihm gewohnt haben in der Zeit, er dann aber wieder zurück ist zu seiner Frau, weil er hat auch, sie hat 2 Kinder mit in die Ehe gebracht und hat auch ein eigenes Kind mit ihr. Mhm. Und ja, die Ehe war aber von vornherein, auch als sie damals schon bei uns mit ins Haus eingezogen sind, nicht auf dem besten Stand. Mhm. Hat die Ehe sich denn bis heute wieder irgendwie erholt? Nein, überhaupt nicht. Nein. Weiß die Frau von dir? Ja, sie ist die Patentante von meiner Tochter. Die ist die Patentante von deiner Tochter? Ja. Das ist ja unfassbar. Ja. Das heißt, ihr habt auch Kontakt miteinander? Nein, nicht mehr. Mhm. Also wie oft? Ich habe mit ihr keinen Kontakt mehr. Ja. Aber sie weiß, dass nach wie vor ihr miteinander ein Techtelmechtel habt. Du und also, ihr Mann. Nachdem ich da weggezogen bin und wir auch in einen anderen Landkreis gezogen sind, danach, also denke ich, denkt sie, dass es, dass wir nichts mehr miteinander zu schaffen haben. Ach so. Das heißt, die ganze Sache läuft komplett heimlich ab. Ja. Das weiß niemand außer ihr beiden. Ja. Euch beiden. Mhm. Mhm. Wie oft seht ihr euch? Ups, das ist unterschiedlich. Mal geht es monatelang, meldet er sich nicht. Ach so. Und dann kann das auch mal wieder öfters passieren, dass er sich meldet, also es ist unterschiedlich. Monatelang ist natürlich eine lange Zeit dann. Ist es also kein regelmäßiger Kontakt? Wenn ihr euch dann seht, geht es dann nur um Sex oder um was? Nein. Aber wie ist es dann zu erklären, dass da monatelang da manchmal gar nichts stattfindet? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Ich weiß es nicht. Was sind deine Gefühle für diesen Mann? Die sind sehr stark. Würdest du sagen, dass du ihn liebst? Ich liebe ihn sehr. Du liebst ihn sehr. Du würdest, wenn du dir das aussuchen könntest, würdest du mit ihm zusammenleben wollen? Ja. Ja? Er offensichtlich nicht. Offensichtlich, also er wollte damals. Wir hatten das damals mal geplant, wo wir halt die 2 Wochen bei dem Bekannten waren. Hatten wir so Pläne geschmiedet mit dem, mit seinem befreundeten Paar, dass die, dass alle mal nach Süddeutschland runtergehen wollten. Ja. Aber hat er ja nicht gemacht. Er ist ja zurückgegangen zu seiner Frau. Ist zurückgegangen dann damals. Was war die Begründung, warum er zu seiner Frau zurückgegangen ist? Es wäre nicht so einfach. Damals war es noch die Tochter, weil er, weil sie Probleme mit ihren beiden Kindern hat, die sie aus erster Ehe hat. Mhm. Mit denen kommt sie nicht wirklich zurecht. Und glaubst du, dass abgesehen von diesen Argumenten, er zurückgegangen ist, weil er die Frau mehr liebt als dich? Nein, also soweit ich weiß, oder soweit wie er mir immer gesagt hat, ist da für die Frau vielleicht noch eventuell ein Liebhaben, aber wirkliche Liebe, wie sie vielleicht mal war, ganz zu Anfang der Ehe oder auch der Beziehung vorher, ist es nicht mehr. So sagt er das zu dir. Was sagt er denn zu dir, was er für dich empfindet? Dass er mich liebt. Dass er dich wirklich liebt.
So, was ist das für ein Typ, der dich dann monatelang manchmal nicht anruft? Hm. Und dich 4 Jahre hängen lässt? Ist das Liebe? Ich glaube nicht. Ja, was, wie ich damit von seiner Seite aus umgehen soll, weiß ich selber nicht. Ich finde es eigentlich unglaublich, Tanja. Jemandem zu sagen, ich liebe dich wirklich, dann auch noch zu sagen, hier in meiner Ehe ist es irgendwie alles letztendlich völlig kaputt. Und aber dann nicht die Konsequenz daraus zu ziehen und zu dir zu gehen. Finde ich unglaublich. Und er weiß, und er weiß um deine Gefühle auch. Er weiß es. Wir waren vor 2 Jahren, waren wir zusammen in Essen auf der Motorshow. Ja. Und das Wochenende war ein sehr schönes Wochenende, das habe ich auch sehr genossen. Mhm. Wir sind dann da noch auf den Weihnachtsmarkt lang getingelt gewesen und haben uns dann da Ringe ausgesucht aus Chirurgenstahl. Aus Chirurgenstahl? Ja, Chirurgenstahl, so nennt sich das halt, der Ring. Ja. Ist halt nicht kein Silber und kein Gold, nichts und kein anderes Edelmetall, sondern es ist wirklich Chirurgenstahl, was halt graviert ist. Mhm. Mit so einem Freibill. Mhm. Unsere Namen konnten wir leider nicht rein gravieren lassen. Und er hat dann das Wochenende den Ring auch noch getragen und seitdem nicht mehr. Ich weiß aber, dass er das Wochenende auch wirklich sehr genossen hat. Mhm. Und er hatte halt vor kurzem, seitdem wir haben jetzt wieder momentan Kontakt. Und da hatte er mir eine SMS geschrieben, wo drin stand halt, dass er mich sehr lieb hat und das wird sich auch nie ändern. Mhm. Und anschließend hatte ich dann halt eine gute Nachtnachricht gekriegt, wo halt die Kürze für ich liebe dich drin war. Ja. Weißt du, Tanja, das hört sich für mich so an, dass der ab und zu mal auf dich zurückgreift, letztendlich aber auf deinen Gefühlen rumtrampelt, sich nicht darum schert, was du empfindest, dich bei der Stange hält mit solchen Aussprüchen, ich liebe dich, aber letztendlich überhaupt nicht aus dem Pötten kommt in seinem Leben. So hört sich das an. Und er das Gefühl hat, mit Tanja kann ich das ja machen. Die bleibt ja dabei, die habe ich im Sack. Läuft seit 4 Jahren, da kann ich so mein Ding machen, wie ich will. Und wenn ich Bock habe, dann gehe ich wieder zu Tanja und die steht da und freut sich. Wir sehen uns dann ja meistens auch nur dann halt den Abend, wenn er kommt. Und dann, es ist ja manchmal so, dass er dann die ganze Nacht bleibt, sondern halt dann manchmal nur für ein paar Stunden und dann haut er wieder ab. Mhm. Ist das denn so, oder? Ist das so in deinem Leben, dass du aufgrund dieser Empfindung für diesen Mann komplett blockiert bist, was andere Männer anbelangt? Ja. Ja, siehst du, und das ist genau das, was nicht passieren darf. Oder was aufgebrochen wird. Seitdem das mit ihm läuft, kann ich wirklich von mir sagen, dass ich wirklich beziehungsgestört bin. So, und das finde ich schlimm. Das finde ich wirklich schlimm. Nach 4 Jahren solche Verhältnisse dürfen nicht so lange dauern. Das kann man eine Weile, vielleicht von mir auch ein Jahr. Aber das ist dann aber auch die höchste Zeitgrenze, finde ich. Darf das laufen, aber nicht so lange. Du gehst emotional dabei vor die Hunde. Ich habe ja auch eine Tochter, wie gesagt, und ich war damals auch mit meinem Ex-Mann, da war ich hochschwanger, da habe ich meinen Ex-Freund damals betrogen mit ihm. Ja. Und das war auch nur das eine Mal. Ich bin eigentlich ein herzensguter Mensch und ich bin auch ein sehr treuer Mensch eigentlich. Was mich da damals geritten hat, dass ich halt mit dem fremdgegangen bin, weiß ich nicht. Hast du für dich das Gefühl, dass du das nicht schaffst, aus eigenen Kräften da rauszukommen, aus dieser Situation, in die du dich da hinein manövriert hast? Ja, was soll man gegen Gefühle machen? Ich meine, die kann man nicht so von heute auf morgen ändern. Hast du das Gefühl, dass du das alleine nicht schaffst? Wie soll ich das schaffen? Aber ist ein Wille da, dass du sagst, eigentlich muss ich da raus, so vom Kopf her? Vom Kopf her auf alle Fälle, sage ich. Habe ich mir jedes Jahr, was sich das verlängert hat, habe ich mir vom Kopf her immer wieder gesagt, es geht ihm ja nicht nur um den Sex, er fühlt sich halt bei mir wohl. Wenn er mit mir zusammen ist, da kann er tun und lassen im Grunde, was er will. Er wird nicht kontrolliert. Tanja, jedes Jahr, was so läuft, ich sage das jetzt mal ganz hart, ist ein verlorenes Jahr für dich. Ich weiß. Das ist ein verlorenes Jahr für dich. So, jetzt hast du mir gesagt, im Kopf rein von der Ratio her, vom klaren Denken, siehst du es auch so, aber das Herz ist halt völlig gefangen in der Situation. Ja. Du wirst jetzt mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Über Strategien, wie man da rauskommt, vielleicht auch mit fremder Hilfe. Ich finde, du musst etwas unternehmen, ich finde, du musst da raus, um auch wieder neu atmen und durchatmen zu können für dein Leben. Mhm. Jetzt legst du auf und das heißt meine Psychologin Elke ruft dich an. Okay. Alles Danke, Gute. Domian. Tschüss. Tschüss.
0800, ihr Lieben, 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt bitte diese Nummer oder mailt uns unter domian@wdr.de. Roberto ist hier und Roberto ist 22 Jahre alt. Hallo Roberto. Hallo. Hallo. Das klingt so italienisch. Ja, ich bin Italiener und also halb halb. Hab ich mir noch gedacht. Ein bisschen Grieche auch. Oh, was für eine schöne Mischung. Ja, ja. Um was geht's, Roberto? Ja, also ich habe so SM-Bereich mag ich so sehr. Mhm. Thema SM, das heißt, mit 18 hat's angefangen. Mit 18? Ja. Mhm. Das Interesse, also ganz, wie ich angefangen habe, war es eigentlich mit 16, 17, relativ früh, und zwar mit Leder und Lack. Wie hast du es gemerkt, dass du darauf ansprichst? Einfach, ich habe mich da interessiert, es hat mich auch einfach geil gemacht. Also wenn ich so Frauen gesehen habe, so in Lack und Leder, schwarze Strümpfe oder so High Heels und so, und damit hat es angefangen. Mhm. Wie sieht's jetzt aus? Wie praktizierst du es? Jetzt tue ich das so, dass ich mit 18 dann habe ich dann Videokassetten ausgeliehen in diesem Bereich, und so bin ich dann, habe ich das dann angesehen und habe mich das dann auch gerne gemacht, dann habe ich gedacht, jetzt will ich das mal auch real das erleben, also mit einer Person. Mhm. Und dann habe ich das halt, dann war ich so mal bei einer Domina, war ich da, und ja, da habe ich das halt so im leichten Rahmen, so Fesseln, leichte Rollenspiele so ausgelebt, und war auch sehr interessant. Ja. Und ja, und sowohl auch aktiv, auch passiv mag ich das. Ja. Das heißt, also bei ihr oder sie bei mir. Das heißt, du gehst immer jetzt regelmäßig zu einer Domina? Ja. Ja. Du hast also keine Partnerin, mit der du das praktizieren kannst? Ich hatte eine, ein Jahr war ich mit der zusammen, das war alles schön und gut, also im zärtlichen Bereich ganz normal war da was, aber dann habe ich auf diesem Thema auch angesprochen und seitdem, und da hat sie gesagt, du wirst dann pervers, du wirst krank, so und so, und somit hat es dann angefangen, dann hat sie mich verlassen. Ah, ja. Na gut, also wenn das nicht, wenn man das nicht mag, das kann man niemandem einreden. Ne? Ja, ist ja klar, ist das klar. Verstehe ich. Kein Thema. Wie viel Geld gibst du aus bei der Domina so im Monat? Ja, so circa 150 Euro. Ja, eine Menge Geld, ne? Es ist schon sehr viel, ja. Was machst du vom Beruf? Also ich bin ganz normaler, ja, Arbeiter halt. Ja. Dann sind 150 Verkauf. Ja, aber das sind 150 Euro viel Geld, ne? Es ist schon sehr viel Geld, und das ist halt mein Problem. Aber warum musst du zu Domina gehen? Kannst du nicht irgendwie versuchen, übers Internet gleichgesinnte Frauen zu finden, beispielsweise übers Internet, mit denen du dich dann so triffst? Erstens weiß ich das nicht so ganz, wie es geht, und zweitens ist halt dieses Offene und so nicht so ganz, wie wenn ich bei einer Domina gehe. Mhm. Weil ich weiß, da geht es halt um diese Sache, und das war's. Wenn du jetzt zu einer Domina gehst, was passiert so? Was ist so die Standardgeschichte, die abläuft? Was macht die mit dir? Die kennen jetzt die Session oder wie? Ja. Ja. Ja, also zum Beispiel sagt mir, was du machen willst, und dann sage ich, ja, ich möchte lieber so gefesselt werden, Augenbinde, so ein bisschen geschlagen werden, so leichte oder so in der Art halt. Aber noch nicht so ganz heftige Sachen, das Blut fließt nein, nicht. Nein, überhaupt nicht. So ein paar Klapse auf dem Po und dann ist auch gut. Ja, also wie gesagt, so diese spielerische, erotische und verbale, so eine Mischung. Gibt es dann, wenn die Domina das mit dir gemacht hat, gibt es dann auch Geschlechtsverkehr irgendwann nochmal oder nicht? Es ist so, es gibt manche Dominas, die bieten das dann und manche nicht. Ja. Wo stehst du drauf? Ich stehe auf beides. Ja. Also ich mag dieses... Das Überraschende auch. Ja. Also das ist mir, muss ich da sagen, ist mir immer ganz rätselhaft, wenn die Leute mir das erzählen, dass die bei der Domina waren. Die Domina hat dann alles Mögliche mit denen gemacht. Die sind scharf wie Nachbarslumpi und es gibt dann keinen Sex hinterher. Kann ich nicht nachvollziehen. Also ich würde da so ticken, dann muss auch was laufen danach. Ja, das ist deswegen, weil ich auch immer diese dominante Geschichte halt für jedermanns Sache. Halt mal dein Telefon still. Das rauscht und knistert ganz doll. Geht's jetzt? Jetzt geht's besser, ja. Okay. Mhm. Das ist so, deswegen habe ich sie auch entdeckt, langsam. Mhm. Also dieses diese spielerische Art und dieses Fesseln und dieses einfach ausgeliefert zu sein,
ist einfach das Geile. So, jetzt kann ich mir, überlege ich mir gerade, Roberto 22 steht auf SM. Ist ja nicht sowas ganz Ausgefallenes. Viele Leute stehen auf SM. Warum hast du mich eigentlich angerufen, um mir das nur einfach mal so zu erzählen? Ja, weil ich einfach das Problem habe, ich kenne niemanden, mit dem ich reden kann. Zweitens, ich will einfach, weil es finanziell mich auch ein bisschen, belastet? Genau. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich das tun soll oder was ich tun soll dagegen. Soll ich dann nur einmal im Monat gehen oder nur einmal in 2 Monaten oder was ist eigentlich so, also das, wie kann ich das unter Kontrolle dann halten, weil ich zahle, also ich gebe sehr viel für sowas aus. Genau, da das hatte ich ja gerade auch schon gesagt. Deswegen war ja meine Idee gerade auch, dass du ein bisschen mehr recherchieren solltest, dass du gleichgesinnte Frauen triffst, wo man sich einfach zum Spaß trifft, ohne da Geld für zu bezahlen. Mhm. Hast du denn einen Internetanschluss? Ja, also ich gehe mir mein Internetcafé hin und wieder mal. Ja gut, da kannst du da, wenn du dich da ein bisschen anstrengst, wirst du schon irgendwo Foren finden, wo es gibt genügend Leute, die so gestrickt sind. Mhm. Denn das finde ich wirklich auch viel Geld, vor allen Dingen, wenn du nicht so viel Kohle verdienst, da immer so viel rauszupulvern. Ich habe mal 800 oder so, ja. Und das ist deine Sexualität, ne? Du sagst, das macht mir am meisten Spaß, alles andere ist irgendwie... Das macht mir am meisten Spaß, genau. Also, da wäre mein klarer Ratschlag, weg von dieser professionellen SM-Geschichte, sondern such dir Frauen, die genauso gestrickt sind wie du, und dann bist ein junger Kerl von 22, kriegst du mit Sicherheit gute Kontakte. Habe ich gar keine Bedenken. Ja, also, ist guter Rat, Geh ins Internetcafé und sause mal ein bisschen durchs Netz. Ich bin hundertprozentig sicher, dass du gute Sachen finden wirst, weil es so viele Leute gibt, die so gestrickt sind. Zufällig, welche Internetadressen es das gibt. Nee, das kann ich auch jetzt. Weil, selbst wenn ich es wüsste, würde, könnte ich das hier nicht so sagen. Okay, ist okay. Also, such mal. Okay, also ist, weil, wie gesagt, das finanziell und so ist schon eine Pate. Ja, jetzt kracht die Leitung immer mehr weg, aber ich glaube, wir haben auch alles besprochen. Ja, okay. Ja. Also, danke. Also, alles Liebe, Roberto. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Es rauschte. Thorsten 24, hallo Thorsten. Ja, hallo Domian. Eine klare Leitung, so ist es schön. Und was geht's bei dir? Es geht bei mir um so einiges. Es gibt in meinem Leben im Moment so viele Probleme, wo ich eigentlich hoffe, dass man mir da doch noch helfen kann. Erzähl, was ist das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist, dass ich vor 3 Jahren einen sexuellen Missbrauch begangen habe. Begangen hast? Ja, leider. An wem? An einer damals 15-Jährigen. Mhm. War eine Kirmesgeschichte, wo eigentlich, was keine Entschuldigung sein soll, viel Alkohol im Spiel war. Mhm. Und wo dann halt Berührungen an Geschlechtsteilen vorkamen. Ja. Und wodurch ich dann auch gerichtlich belangt worden bin. Wie weit ist das gegangen? Hast du das Mädchen vergewaltigt? Nein. Es gab also Berührungen und... Zum eigentlichen Geschlechtsverkehr kam es nicht. Mhm. Du bist angezeigt worden? Ja, von den Eltern. Ja. Zu was bist du verurteilt worden? Zu 9 Monaten auf Bewährung. Bewährungszeit war 2 Jahre. Mhm. Und die wären eigentlich jetzt auch fast rum. Mhm. Aber ich habe ein wenig geschludert, was meine Auflagen betrifft. Inwiefern geschludert? Ich hatte eine Sexualtherapie aufgebrummt gekriegt. Ja. Da bin ich anfangs auch immer regelmäßig noch hingegangen, bis dass ich dann irgendwann mal Arbeit gekriegt habe im Speditionsbereich. Mhm. Und durch meine Touren halt nicht mehr so regelmäßig die Therapie wahrnehmen konnte. Was heißt denn aufgebrummt? Das klingt so negativ. Ist es nicht gut? Findest du es nicht gut, wenn man sowas gemacht hat, dass man... Ich habe es teilweise freiwillig gemacht, ja. Mhm. Ich würde es auch gerne nochmal machen, weil jetzt gerade... habe ich eben die Zeit, bin arbeitslos, bin eigentlich auch ohne festen Wohnsitz. Okay, Moment. Also es gab die Auflage, die Therapie zu machen. Du hast die unterbrochen. Ich habe sie durch Arbeitszeiten unterbrochen, ja. Mhm. Und dann hat irgendwann der Therapeut auch gesagt, nee, so geht's nicht. Mhm. Das hat keinen Sinn und hat halt im Gericht auch Mitteilung darüber gemacht. Das hat jetzt welche Konsequenz? 9 Monate Gefängnis. Die stehen jetzt vor dir, oder was? Die stehen noch vor mir, ja. Mhm. Wann musst du die antreten? Schätzungsweise Mitte bis Ende Februar. Wie stehst du dazu? Wie denkst du darüber? Ich sag ganz ehrlich, wenn ich es könnte, würde ich es rückgängig machen. Ich hoffe, dass du sagst, ich sage ganz ehrlich, wenn ich es könnte, würde ich es rückgängig machen. Also das heißt, du meinst damit, wenn du könntest, würdest du
diesen Fehler nicht nochmal begehen und zum Beispiel diese Therapie durchziehen? Ja. Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, dass die Therapie dir etwas gebracht hat in der ersten Zeit, während du da warst? Ja. Mhm. Es hat geholfen und ich würde es auch gerne wieder probieren mit einer Therapie. Nur bei dem Therapeuten ist klar, wenn man unregelmäßig da ist, dann bringt das auch nicht viel. Mhm. Jetzt werden natürlich viele Leute sagen, und ich muss gestehen, dass ich in ähnlicher Weise auch empfinde, das Mitleid hält sich in Grenzen. Na, du hast Scheiße gebaut damals. Da gibt's gar nichts zu reden, wenn du ein 15-jähriges Mädchen angrabbelst. Ist Gott ja, sei Dank, Mitleid brauche ich da auch nee, nicht. Nee. Und dann noch die Auflagen nicht erfüllst. Du warst ja schon mal sehr gut davongekommen, ne, mit dem Urteil. Das war ja recht milde. Und hast die Chance dieser Therapie nicht genutzt. Jetzt wanderst du ins Gefängnis, in den Knast. Ja gut, dem möchte ich mich ja schon stellen, aber ich möchte halt schon auch trotzdem gerne Therapie weitermachen. Wie ist denn das? Hast du dich erkundigt? Ist das im Rahmen des Gefängnisaufenthaltes auch möglich? Es ist bei dem gleichen Therapeuten möglich, je nachdem, wo ich hinkomme, nur das steht noch nicht fest. Und zu dem möchtest du aber nicht nochmal, oder wie? Nee. Warum nicht? Weil ich dazu sagen muss, da bei dem Therapeuten war es in Sache Gruppentherapie, wo auch mehrfach mit der Bewährungshilfe und dem Gericht auch besprochen wurde, dass Gruppe nicht unbedingt das Reifeste für mich ist. Oder dass ich noch nicht reif genug bin für Gruppe. Okay, das könntest du ja mit dem Therapeuten besprechen, dass du Einzelgespräche mit ihm willst. Warum geht das nicht mit dem Mann? Weil er sagt, nee, Gruppe ist Pflicht und ich soll doch schon Leute treffen, die in dem Moment gleichgesinnt sind. Mhm. Du möchtest das aber nicht? Nein. Warum nicht? Weil ich denke, ich habe auch so vergangenheitsmäßig viel zu klären, wo erstmal Einzeltherapie sinnvoll wäre. Mhm. Für mich selber. Ja. Das ist natürlich schwierig hier zu diskutieren, zwischen uns beiden. Wenn der Therapeut sagte, okay, wir machen das über die Gruppe, du sagst, ich möchte es lieber in der Einzeltherapie machen, kann ich natürlich nichts zu sagen. Weiß ich nicht, was jetzt der klügste Weg ist. Ich finde nur grundsätzlich wichtig, dass du was machst und dass du was an dir tust. Will ich ja nur, hier unten in Remscheid und Umgebung sind halt nur gewisse Stellen. Ich kenne bisher nur eine Adresse und das war die, wo es gescheitert ist. Hm. Ja, aber es ist ja nicht gescheitert an der Adresse, so wie du es mir gerade geschildert hast, sondern an deiner Undiszipliniertheit. An meiner Motiviertheit, sagen wir es mal ganz ehrlich, auf genau. Den Punkt. Ja, ja, so, genau so ist es. Wie gehen denn jetzt deine, du bist 24, so dein Umfeld, deine Freunde, Verwandten damit um, dass du jetzt wegen einer solchen Sache in den Knast kommst? Wissen die das oder hast du es geheim gehalten? Geheim gehalten habe ich es bisher nie. Mhm. Wie ist die Reaktion? Die Reaktion lässt manchmal doch schon zu wünschen übrig. Es gibt Leute, die distanzieren sich dann doch mehr von einem als vorher. Mhm. Hast du Leben deine Eltern noch? Meine Stiefeltern, ja. Meine leiblichen Eltern weiß ich nicht. Ah ja. Hast du zu den Stiefeltern Kontakt? Ganz unregelmäßig. Achso, das heißt also, für die ist das ja weiter kein Thema und damit setzt du dich auch nicht auseinander. Nein. Hast du eine Freundin? Nein. Ist die Geschichte damals mit der 15-Jährigen, war das zum ersten Mal, dass du sowas gemacht hast? Ja. Wie erklärst du dir das im Nachhinein? Ich denke, da ist die Vorgeschichte auch interessant. Ich habe jahrelang als einziger Männlicher nur unter Mädchen im Mädchenheim gewohnt und habe in dem Moment nichts anderes gekannt. Aber du hast das in dem Mädchenheim Kontakt ja nicht... Kontakt zu Frauen. Ja gut, aber Kontakt zu Frauen ist ja noch was anderes, als die Frauen anzunehmen. Gut, dann kam aber dann die schulische Situation dazu, keine Freunde, kein gar nichts. Mhm. Und irgendwann will man sich seine Bedürfnisse irgendwo befriedigen, sagen wir es mal so. Mhm. Gut. Da kann man immer entgegenhalten, sucht ihr gleichaltrige Frauen aus und es ist in Ordnung. Kanntest du dieses Mädchen vorher? Flüchtig, ja. Mhm. Aber sehr flüchtig. Und sie kannte auch mich. Mhm. Mhm. So, jetzt steht die Sache an, du musst ins Gefängnis. Du willst auf jeden Fall irgendwie eine Therapie weitermachen. Du sagst definitiv, ich will nicht in eine Gruppe. Ne? Definitiv nicht. Definitiv nicht. Hast du dieses so, ich greife das Wort nochmal auf, auch so definitiv mit dem Psychologen besprochen, hast du ihm gesagt, ich will unbedingt, aber lassen wir zusammen einen anderen Weg suchen. Hast du das so klar ihm ins Gesicht gesagt? Nein. Warum nicht?
weil ich eigentlich immer die Angst hatte, dass er sagt, entweder so, wie ich das sage oder gar nicht. Ja, aber lass es doch erstmal drauf ankommen. Jetzt im Moment hängst du ja völlig in der Luft. Wie soll das jetzt weitergehen? Du kommst in den Knast und Mann geht davon aus, dass du in diese Gruppentherapie gehst und dann gehst du irgendwann nicht und dann eskaliert es wieder. Eben, deswegen will ich ja versuchen, möglichst vor dem Knast noch irgendwie eine Therapiestelle zu kriegen, wo es nicht unbedingt nur um Sexualtherapie geht. Hm. Würde das denn, wie ist das denn rechtlich, wenn du im Knast sitzt, könntest du denn, wenn du jetzt eine andere Stelle findest, könntest du das denn dann weitermachen, auch wenn du im Knast sitzt? Ich denke ja. Wie soll das möglich sein? Das ist ja eine Absprachensache. Ja, aber da bin ich jetzt nicht informiert. Das ist jetzt eine komplizierte, auch unter Umständen rechtliche Frage. Wenn du fest inhaftiert wirst, kannst du außerhalb des Gefängnisses eine Therapie weitermachen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und mein Bewährungshelfer sagt, durch diese Kurzzeit Inhaftierung werde ich in einen offenen Vollzug gehen. Also, dann geht das. Und ich denke mal, da ist das dann doch eher möglich. So, jetzt sage ich dir zwei Sachen. Die erste Sache ist, ich plädiere dafür, dass du doch nochmal dieses ganz klare Gespräch mit dem Mann suchst, mit dem du bisher Kontakt hattest. Nun weiß ich nicht, ob das Verhältnis vielleicht so irritiert ist, dass es überhaupt nicht mehr geht. Entscheide es für dich selbst. Eigentlich fände ich es ganz gut. Darüber hinaus werden wir es mal versuchen, dir noch eine Stelle zu vermitteln. Ich meine, das ist Remscheid, das ist im Großraum Köln, da muss ja irgendwie was möglich sein. Eben, meine ich doch auch. So, und dann gucken wir mal, was daraus wird. Du wirst jetzt noch mit meiner Psychologin sprechen. Okay? Ja, gut. Okay. Okay, Thorsten. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Lisa. Hey Lisa, 15 Jahre alt, hallo. Hallo. Na, um was geht's bei dir? Um meinen eifersüchtigen Freund. Oh. Wie alt ist der Freund? 13. So einen jungen Freund hast du? Ja. Wie kommt das denn? Wir haben uns damals im Chat kennengelernt, also im Chat, der handelte über unseren Ort. Ja. Und da haben wir uns halt kennengelernt. Was heißt damals? So vor 5-6 Jahren oder wie? Nee, das ist 2-3 Monate ist das her. Ja. Und damals hatte ich, also zu der Zeit hatte ich noch einen Freund. Mhm. Und irgendwann dann halt nicht mehr und dann haben wir uns mal getroffen und dann haben wir uns halt super verstanden und so und haben dann auch immer weiter geschattet und so. Mhm. Und irgendwann kam das dann halt mal so, dass wir uns ineinander verliebt haben. Mhm. Und jetzt ist er einfach total eifersüchtig, wenn ich mit anderen Jungs chatte oder so, dann sagt er mal, ja, wer ist das und was läuft da und da läuft eigentlich rein gar nichts, nur er glaubt mir das wohl, aber er fragt immer wieder nach oder liest meine SMS im Handy durch und so. Mhm. Wie oft seht ihr euch denn so real? Eigentlich jeden zweiten Tag. Mhm. Sind die Eltern eingeweiht, deine Eltern, seine Eltern? Ja, die sind da beide. Und die sind damit einverstanden? Ja, diese anderen nichts ging. Also meine Mutter hat anfangs gesagt, ja 13, aber ist ja deine Sache, hat sie gesagt. Mhm. Gut, aber es ist ja noch ein Kind, insofern müssen die Eltern von ihm durchaus mit einbezogen werden. Ja, die wissen das auch, die sagen da auch nichts gegen. Die haben da nichts gegen, gegen den Kontakt. Mhm. Mhm. Ist er denn so, würdest du sagen, eigentlich ein untypischer 13-Jähriger, dass er eigentlich schon irgendwie so im Geist, in der Entwicklung weiter ist? Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja, und jetzt ist er sehr eifersüchtig, sagst du. Ja. Hat er denn jetzt unter uns beiden mal ganz im Vertrauen gesprochen? Ein bisschen Grund dazu? Eigentlich nicht, also ich meine, ich chatte wohl mit anderen Jungs und dann ist da so ein bisschen Flirten dabei halt, aber ja. Ich sag nie, also ich sag wohl zu denen, lieb dich oder so, oder meine ich freundschaftlich, weil ich kenne die meisten ja auch davon in Echtheit. Mhm. Und er weiß, dass ich das freundschaftlich meine, weil er die meisten davon auch alle kennt, mit denen ich halt rede. Aber ich meine, ich lieb dich, sagt man eigentlich auch nicht so leichtfertig freundschaftlich dahin, ne? Das sagen wir halt in dem Chat, sagen wir halt immer so, das ist so. Halt bei uns so. Aber das weiß ich auch, das habe ich früher auch immer mit ihm so gemacht. Ja, mhm. Bist du seine erste Freundin? Nee. Ach, er hat auch schon eine andere Frau gehabt? Ja. Lieber Gott, ist das früh alles. Mann. Bei dich frage ich jetzt das gar nicht, weil ich davon ausgehe, dass du schon auch schon Freunde hattest. Ja. Natürlich. Schon eine erfahrene Frau. So halb. Ja, was macht man da, wenn jemand so eifersüchtig ist? Das ist immer die große Frage. Ja. Das kann einen natürlich auf Dauer auch sehr nerven, ne? Ja, ganz genau. Irgendwann am Anfang fühlt man sich vielleicht geschmeichelt. Ist ja toll, wenn der andere sich um einen bemüht und aufmerksam ist, aber irgendwann, wenn man wirklich meint, im Recht zu sein, und das meinst du ja, ne? Ja. Kann einen sowas irgendwann völlig abtörnen und das kann auch so eine Beziehung kaputt machen. Das musst du ihm klar machen. Ich
ich habe heute nochmal mit ihm drüber geredet und meinte so, ja, da er mir halt vertrauen soll und so. Und er meint, er tut das nur, er hat halt Angst, mich zu verlieren. Mhm. Natürlich. Klar. Weil ich meine, er ist ja auch jünger und dann könnt ihr auch denken, ja, ich bin jünger als sie, ja, und ja. Suchst du dich einen älteren halt. Ist ja auch berechtigt. Ist ja, auch, ganz ist, genau. Ist berechtigt und ist auch eine komplizierte Situation, wenn ja. der Altersunterschied und das ist alles schon ein bisschen, schon eine wackelige Konstruktion, die da ja, im Prinzip schon. Das heißt, du musst letztendlich dafür sorgen, auch vielleicht du als etwas Ältere, dass da Vertrauen wächst auch, dann unterlässt du vielleicht die ein oder andere Chatterei mal, was dir nicht so schwer fällt, das zu unterlassen mhm. und fährst dich ein bisschen zurück. Ja. So weit, wie es okay ist für dich. Mhm. Aber du sollst dich ja auch nicht völlig verbiegen. Du musst ein bisschen was in die Waagschale werfen und er eben auch. Und so musst du es ihm auch erklären. Und nur auf der Basis geht das. Man kann nur verliebt sein miteinander, wenn man auch ein gewisses Maß an Vertrauen zueinander hat. Ja, das ist ja im Prinzip auch schon klar. Ich hab ihm ja auch schon gesagt, ja, ich chatte kaum noch mit Jungs oder so, halt nur die er kennt. Und ich habe auch zu ihm gesagt, wenn das so weit vergeht, dass er irgendwann sagt, nee, du darfst gar nicht mehr mit anderen Jungs reden oder so, dann kann ich das eh nicht, weil sowas sehe ich nicht ein. Genau, das kannst du ihm ja auch so sagen. Dann da hast du eine Grenze aufgestellt. Und wenn die dann dennoch überschritten wird von ihm, dann ziehst du halt die Konsequenz und beendest das Ganze. Ich meine, das ist ja erst ein paar Monate, ist ja ganz frisch, ne? Ja. So habe ich jetzt verstanden. Nur so geht es. So. Das sind Erfahrungssachen, die ihr jetzt, wo ihr euch da jetzt aneinander ranrobben müsst, wie ihr da euren Weg findet. Und wenn es nun partout nicht geht, dann geht's halt nicht. Dann ist das halt nicht die richtige Konstellation mit euch beiden. Ja. Vielleicht wäre es ja eh besser für dich, wenn du einen Gleichaltrigen oder etwas Älteren finden würdest. Fände ich eigentlich auch besser. Ja. Ich fände es eigentlich besser. Also auch wenn die Eltern jetzt zugestimmt haben und so, aber irgendwie ist es gerade in dem Altersbereich immer gut, wenn man so auf gleicher... Ja, im Prinzip schon. Auf gleicher Ebene ist. Ja. So, jetzt sag ihm das mal so, erklär es ihm so und dann guck mal, wie die nächsten Wochen und Monate verlaufen und dann zieh Konsequenzen aus. Ja. Lisa, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 0800, meine lieben 0800 220 5050, Telefonnummer oder E-Mail unter domian@wdr.de. Diesen Samstag keine Promi-Sendung hier bei uns, aber nächste Woche Samstag ist wieder eine, denn dann kommt Stefan Raab zu uns. Nächste Woche Samstag, nicht diese Woche, sondern nächste Woche Samstag, Domian im WDR-Fernsehen mit Stefan Raab. Daniel, 22 Jahre alt. Hallo Daniel. Ja, hallo Domian. Ja, grüß dich. Dein Thema? Mein Thema ist Handysucht. Handysucht? Ganz genau. Gehe ich davon aus, gehe ich recht in der Annahme, dass es dich betrifft? Du bist handysüchtig. Ja, ganz genau. Und zwar ist bei mir so, ich will immer die neuesten Modelle haben, die es gibt. Aha. Und habe auch schon dementsprechend mir auch Schulden gemacht. Wie viel? Also Schulden habe ich jetzt bei 3 Handyverträgen gehabt mit jeweils 1500 ungefähr. Das ist eine ganze Menge Geld. 3 mal 1500. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich bin jetzt gerade arbeitslos. Na super. Ja. Die beste Voraussetzung, um so Bomben Schulden zu machen. Ja, schon. Das heißt, so viel Schulden im Moment, 4.500 Euro, ja. Ist ja richtig schweineviel Geld. Ja schon, dann kann ich abzahlen. Ja. Bin deswegen Schufa und allem. Ja. Wie lange läuft das jetzt schon so mit dem, dass es immer das Neueste sein muss? Seitdem ich 18 bin, seitdem ich Verträge machen konnte. Ja. Warum ist das so? Warum? Weiß ich nicht, es ist irgendwie der Kick auf gut Deutsch, bei anderen Freunden anzugeben, dass ich immer das neueste Handy habe. Ja. Gelingt das? Kann man damit bluffen und Eindruck schinden? Ja, ne? Ja, eigentlich schon. Ist eben wie Autos, ne? Nur im, ja, genau. Im kleinen Rahmen. Mhm. So. Und wenn man in so einer Kneipe sitzt mit Kumpels und holt das Handy raus und alle, boah, was ist das für ein Ding und so. Genau. Mhm. Deswegen. Kannst du denn überhaupt, wenn du arbeitslos bist, hast ja gar keine Einkünfte, so gut wie keine Einkünfte, überhaupt die Rechnung bezahlen für die Gespräche? Jein. Also ich habe schon meinen Laptop verkauft. Mhm. Den hatte ich auf Finanzierung geholt, der hatte einen Wert von 1600. Mhm. Und den habe ich verkauft deswegen, meine Anlage habe ich schon verkauft deswegen, damit ich einigermaßen wenigstens den Vertrag zahlen konnte, damit der mir nicht noch gesperrt wird. Mhm. Also hangelst du dich da so immer so von einer Notlösung zur anderen quasi? Genau. Ja. Oder ich leih mir halt das Geld, je nachdem. Achso, du hast doch noch bei anderen Leuten Schulden. Ja. Wie viel? Also bei einem Kumpel habe ich ungefähr 700 Euro Schulden. Mensch, Daniel, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Wo wohnst du? Du wohnst noch bei deinen Eltern?
Nee, ich habe eine eigene Wohnung mit meiner Freundin und mit dem Kleinen zusammen. Und mit dem Kleinen zusammen? Das heißt, ihr habt ein Kind sogar? Ja, ein Jahr rum. Ein Jahr ist das Kind alt? Mhm. Und deine Freundin hat auch keine Arbeit? Nee, nicht mehr. Mhm. Seither habt ihr ja die besten Grundvoraussetzungen für ein schönes Familienleben. Ja, also ich sag mal so... Es klappt gar nichts. Es klappt wirklich nichts. Also ich sag mal so, mein Kleiner, der geht vor. Also bevor ich mein Handy zahle, kriegt der Kleine seine Sachen. Das ist logisch. Mhm. Aber naja. So, wenn es schon keine Motivation ist für dich, dass du sagst, ich will mein Leben in Ordnung bringen, dann reiß dich doch verdammt nochmal am Riemen und denk an dein Kind. Wenn du jetzt schon so viel Schulden hast, wirkt sich das natürlich auf eure Familie und auch auf dein Kind aus. Mhm. Ich meine, das sollte doch eigentlich immer Motivation sein, wenn du den Kleinen siehst, zu denken, ich versuche das jetzt für den zu machen. Du hast dich ja selbst durchblickt, dass du es letztendlich nur das ist ja Posing, du wirst ja nur angeben damit. Mhm. Ne? Das hast du ja selbst durchschaut, du hast es mir ja gerade so erklärt. Ja, schon. Wie oft hast du denn schon versucht, etwas dagegen zu unternehmen? Oh, schon ziemlich oft. Wie oft? Ich habe schon, also insgesamt habe ich schon 5-mal mein Handy abgegeben. Ja. Bei Kumpels, damit ich überhaupt nicht an das Handy rankomme oder so. Ja. Aber irgendwie habe ich die doch immer wieder überredet, dass ich mein Handy wieder gekriegt hatte. Ja. Und dann habe ich doch wieder gleich los SMS geschrieben alles. Ich finde eigentlich in diesem Fall wäre die Radikallösung die allerbeste. Kündigung von allen Verträgen. Das Gerät hast du eins im Moment, ein Gerät. Jetzt habe ich gerade eins gehört. Ja, so, das Gerät verkaufen. Weg damit. Man braucht nicht unbedingt ein Handy haben. Es geht auch ohne. Ja, das Problem ist, ich habe aber keinen Festnetzanschluss. Dann hast du eben auch keinen Festnetzanschluss im Moment. Du hast so viel Schulden an der Backe, Daniel. Hm. Da finde ich, dass man absolut auf alles erstmal verzichtet. Und sich auf den Arsch setzt und versucht, die Schulden runterzukriegen. Und dann, wenn du irgendwie einigermaßen ein bisschen Lichtblick hast, dann holst du dir den Festnetzanschluss. Klingt nicht so überzeugt, dieses, Nee, ich bin am Überlegen, wie ich das... Dann denke ich, im Moment, du sitzt noch nicht tief genug in der Gosse. Doch, ich denke mal schon. Ja, ich finde auch, wie du es gerade geschildert hast, du hast eine Familie, du hast eine junge Familie, du hast ein Kind. Du hast fast 10.000 Euro, D-Mark habe ich gerade, also sagen wir 5.000 Euro Schulden. Ein bisschen mehr wird schon sein. Oder sogar noch ein bisschen mehr, was für jemanden, der arbeitslos ist und gar keine Kohle hat, richtig viel Kohle ist, das wieder abzuzahlen. Da musst du jetzt wirklich, finde ich, handeln und du musst radikal handeln. Und wenn, tu es für dein Kind. Mach es auch als Vorbild für dein Kind, dass es ihm irgendwann vielleicht mal erzählen kannst, pass mal auf, ich habe damals so, ich saß wirklich so dick in der Scheiße und habe es aber dann so und so doch geschafft. Es wäre ja auch ein vorbildliches Verhalten, wenn du es später mal deinem Kind erzählen könntest. Da gibt es jetzt gar keine tolle goldene Lösung. Da musst du jetzt durch. Ja, schon. Da gibt's gar keine Diskussion. Du musst jetzt hart durchgreifen. Hat deine Freundin, hat die ein Handy? Ein Aufladehandy, ja. Na, siehst du. Seid also, könnt ihr irgendwie telefonieren, wenn es ganz nötig mal ist. Also reicht das auch aus. Mhm. Wie ist das Verhältnis zwischen dir und deiner Freundin? Zurzeit ein bisschen kritisch. Mhm. Also mal zusammen, mal getrennt, mal zusammen und so geht's halt weiter. Ja, aber ihr wohnt, hab's gerade verstanden, in einer Wohnung? Genau. Mhm. Ja. Meinst du, dass es auch an dieser desolaten finanziellen Lage liegt, dass ihr euch nicht so gut versteht? Hundertprozentig. Da siehst du noch ein Argument mehr zu handeln. Hast du denn hast du eine Ausbildung gemacht? Ich habe eine Ausbildung als Elektriker, ja. Und die hast du abgeschlossen auch? Die ist abgeschlossen. Ja, immerhin etwas. So, weg mit dem Ding, kündigen. Such dir 1000 Jobs, geh putzen, mach irgendwas, damit du Geld verdienst und die Schulden abzahlen kannst. Und such nach einer Arbeitsstelle, aber das tust du sowieso, muss ich dir nicht sagen. Ja, das muss ich sowieso machen. Das ist klar. Aber in der Zwischenzeit mache etwas, unternimm etwas. Mhm. Ich will das gar nicht so gelten lassen, wegen ich bin handysüchtig. Lass ich im ersten Moment gar nicht so gelten. Schnicki-schnacki. Du musst das unternehmen, du musst das machen. Mhm. Für dein Kind. Tu es für dein Kind. Guck dem Kind in die Augen und sag, ich tu es für dich. Ja, klar. Zähne zusammenbeißen und durch. Okay? Mhm. Alles Gute. Toi, toi, toi und viel Erfolg. Wirklich, wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Dominik, 20 Jahre alt. Hallo Dominik. Hallo, hier ist Dominik. Ja. Und zwar, ich habe ein etwas größeres Problem. Ja. Und zwar, ich bin jetzt seit einem Jahr mit einem Freund zusammen, das heißt, ich bin schwul. Du machst bitte mal dein Telefon, dein Radio oder den Fernseher ganz leise. Kleinen Moment. Mhm.
Dominik hat... Ja, ich hoffe schon. Wenn wir jetzt reden und ich höre mich nicht, dann ist es gut. Okay. Also du bist jetzt, jetzt war ich gerade ein bisschen irritiert, ein Jahr mit deinem Freund zusammen? Ich bin ein Jahr mit meinem Freund zusammen, habe mich vor 2 Jahren geoutet und weiß auch nicht wirklich, wie ich das meinen Eltern beibringen soll, weil meine Eltern sind damals schwer katholisch erzogen worden. Aber du hast dich vor 2 Jahren geoutet, sagst du? Ja. Aber nicht vor deinen Eltern? Nein, also so jetzt vor guten Bekannten und... Tja, und ich wollte das Ganze halt auch nicht jetzt irgendwie noch weiter irgendwie groß verstecken, weil mich irgendwo damit klarzukommen, das ist schon schwierig. Wohnst du mit deinem Freund auch zusammen? Nein, ich wohne noch bei meinen Eltern. Ach so. Er wohnt auch noch bei seinen Eltern. Seine Eltern wissen es, die kennen mich auch. Nur jetzt meine Eltern, ich weiß halt nicht, wie soll ich denn das am besten erklären oder... Wie alt ist er? Er ist auch 20 Jahre. 28 Jahre. Deine Eltern haben keinen blassen Schimmer. Die also sahen soweit nichts. Sie denken nur selbst, dass ich jetzt jeder andere bin in meinem Alter und ich nach Mädchen schaue. Ja, und sie sich schon wundern, dass du noch kein Mädel mit nach Hause gebracht hast. Nach Hause gebracht habe ich noch keinen und na gut, haben auch nichts weiter großartig dazu gesagt. Ja. Na ja, gut, das muss ja auch noch nicht sein. Du schätzt sie so ein, dass sie so streng religiös sind und moralisch ausgerichtet, dass sie sehr, sehr, sehr entsetzt sind, oder? Ja, also ich weiß auch nicht wirklich, wie das halt, ich habe mit ihm jetzt schon öfters darüber gesprochen, wie ich das jetzt meinen Eltern beibringen kann, nur er kann mir da wirklich auch nicht weiterhelfen, weil seine Eltern, die sehen das locker. Weißt du denn, wurde schon mal in der Familie, bist du das einzige Kind? Nein, ich habe nur einen großen Bruder. Ja. Der ist verheiratet, der wohnt 20 Kilometer von uns weg. Weiß der Bescheid? Der weiß auch von nichts. Mit dem haben, also ich und mein Bruder, wir haben uns auseinandergelebt. Und ja, die Eltern von uns, ja, also meine Eltern haben halt nur so ab und zu mal Kontakt mit ihm, mal ein Telefon hier und mal da. Aber ja. Wurde in der Familie schon mal, oder hast du mit deinen Eltern schon mal so ganz theoretisch, wenn man im Fernsehen mal was gesehen hat oder so, über Schwule gesprochen? Nein. Gar nicht, das ist gar kein Thema, das ist so... Genau. Was glaubst du, was die über Schwule und somit auch dann über dich denken würden? Oder denken? Ich weiß es nicht, das ist... In der Hinsicht schätze ich meine Eltern schlecht ein, das ist... Ich weiß es wirklich, es ist... Also so ganz klar ist es gar nicht, dass sie dich in Grund und Boden verdammen würden. Das ist eben das Problem, das weiß ich nicht. Wenn ich jetzt irgendwie Anhaltspunkt hätte, wo ich sagen könnte, so oder... Aber dann ist deine Situation ja gar nicht so ganz schlimm. Wenn du jetzt mir sagen würdest, die haben sich schon ganz oft über Homosexualität geäußert und finden das völlig krank und pervers und schimpfen über die Leute und so weiter. Im Moment weißt du gar nichts. Das heißt, es besteht durchaus die Chance, dass die vielleicht auch... Vielleicht nicht gerade mit freudigen Worten, aber immerhin vielleicht in einer gewissen Toleranz reagieren. Das könnte sein, oder? Das könnte sein. Du sagst gerade, sie sind streng katholisch? Ja. Ja. Na gut, aber auch in der katholischen Kirche gibt es ja genügend Strömungen, die auch diesem Thema gegenüber relativ tolerant dastehen. Ne? Katholische Kirche bedeutet nicht gleich, dass man da... moralisch ganz starr ist. Weißt du, Dominik, was machst du? Bist du noch Schüler? Ich bin momentan arbeitslos. Ja. Hast du was gelernt? Nein, ich habe die Schule damals geschmissen, weil ich ehrlich gesagt auch keine Lust mehr hatte. Was heißt und Schule geschmissen? Welchen Abschluss hast du? Gar keinen. Ich habe einen Sonderschulabschluss. Ja. Auch nicht so gut, ne? Das ist scheiße und ich bereue es auch, ehrlich gesagt. Aber du bist noch verdammt jung und könntest eigentlich nochmal loslegen. Und einen Schulabschluss nachmachen. Zumindest einen Hauptschulabschluss. Ja, das schon. Warum machst du das nicht? Ich weiß nicht, wo ich mich da jetzt wirklich überhaupt hinwenden muss, ob ich da arbeitsamtmäßig hingehe. Naja, das kriegt man ja schnell raus. Ja. Wie lange hängst du hier schon zu Hause rum? Ich bin jetzt zu Hause seit 1. Januar. Also ich habe kurzfristig gearbeitet in der Spedition als Lagerist. Nur daher der Arbeitsmangel war, haben die mich also wieder entlassen. Ja. Die letzten Worte waren, wenn Arbeit da ist oder so, die würden mich jederzeit wieder rufen. Verstehe. Wie lange bist du aus der Schule jetzt schon raus? Das sind jetzt 2 Jahre.
So, also das hat jetzt erstmal mit dem einen Thema nichts, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück mit deinem Freund und dem Schwulsein. Aber ich finde, du solltest ganz, ganz dringend dich schlau machen und dir Hilfe suchen, um zu erfahren, wo du einen Hauptschulabschluss nachmachen kannst. Es ist allemal besser, wenn du auf die Abendschule gehst oder wo auch immer man das macht, als zu Hause abzuhängen. Und, nee, da müssen wir nicht drüber reden. Und gerade in der heutigen Zeit wäre sogar noch ganz gut, wenn du einen Realschulabschluss schaffen willst irgendwann. Mhm. Weil jedes Jahr, was vergeht, ist natürlich schade, dass du es nicht genutzt hast. Das schon, das ist... Also dann, ne, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Geh zum Arbeitsamt, frage, wo man einen Hauptschulabschluss nachmachen kann. Und die werden es dir schon sagen. Und die werden dir sagen, wo man das genau erfährt, wie das geht. So. Das dazu. Jetzt aber zu deinen Eltern und deinem Problem. Ich finde, Dominik, das Einzige, was du tun kannst, sonst stochern wir hier im Nebel rum, ist, dass du dich mit ihnen hinsetzt. Wie ist denn eigentlich so grundsätzlich dein Verhältnis zu denen? Mein Verhältnis zu meinen Eltern, das ist eigentlich normal. Normal. Aber ich denke mal, es gibt in jeder Familie irgendwie Auseinandersetzungen, ja. Mehr oder weniger. Gut, das klingt ja auch schon mal ganz, ganz okay. So, setz dich mit den beiden hin. Und sag es ihnen ganz einfach klar ins Gesicht, was los ist. Sag es ihnen einfach, ich habe einen Freund, ich bin schwul, und das muss ich euch leider jetzt sagen. Ich muss es euch sagen, weil ich das gut finde, wenn ihr informiert seid, und ich möchte mich nicht weiter verstecken. So, das ist der Satz. Und dann müssen wir gucken, wie die reagieren, wie die drauf sind. Dann geht der Kampf los unter Umständen, aber den musst du durchhalten. Haben 1000 und 100.000 andere auch durchgehalten. Das ja. Bitte? Das stimmt. Ja. Da gibt's gar keine andere Lösung. Die Frage, wie sage ich es ihnen, fragen die Leute oft, hast du ja auch gerade gefragt, ne? Indem du es ihnen ganz einfach genauso sagst. Hier Leute, pass auf, ich bin schwul, ich habe einen Freund, seit einem Jahr schon. Und vielleicht, wenn, ich weiß nicht, wie gesprächsoffen deine Eltern sind, vielleicht wollen die sich auch mal zusammensetzen mit den Eltern von deinem Freund. Vielleicht hilft das. Da irgendwie eine Lösung drauf. Ja, wäre vielleicht. Du könntest ja mal deine Schwiegereltern fragen, ob die das machen würden wollen, im Falle des Falles. Und dann könntest du das deinen Eltern anbieten. Sind halt nur so Möglichkeiten. Vielleicht sagen deine Eltern auch, wir wollen das nicht machen. Aber ich meine, man kann es ja mal versuchen. Aber du musst jetzt sprechen. Du musst was tun. Du musst sagen. Du musst das auf den Tisch legen. Weil es ist ja auch irgendwo eine psychische Belastung. Total, ja. Und ich sag dir, auch wenn das am Anfang jetzt schwer werden sollte, was ich nicht hoffe für dich, letztendlich ist es gut für dich. Und letztendlich wirst du irgendwann sagen, gut, dass ich es damals gemacht habe. Je früher man das macht, desto besser. Man ist einfach befreiter und man steht zu sich selbst, und das ist immer die beste Grundlage für ein gutes Leben. Mhm. So, und parallel machst du den Hauptschulabschluss nach, okay? Okay. Ja. Alles Gute und viel Glück, Dominik. Okay, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Ursula. 62 Jahre alt, hallo. Hallo, Domian. Jetzt haben wir endlich mal jemanden, der ein bisschen älter ist. Haben wir heute eine ganz junge Sendung gehabt gerade. Aber die Probleme sind nicht kleiner. Das glaube ich. Sprich, Ursula. Und zwar, ich habe am 27. geheiratet. Nach 32-jähriger Zusammenkunft mit meinem ewigen Partner. Jetzt im Dezember? Jetzt im Dezember. Nach 27 Jahren? Nach 32 Jahren. Nach 32 Jahren? Ja, haben wir uns entschlossen zu heiraten. Ihr wart 32 Jahre in wilder Ehe sozusagen. Genau so ist es. Warum habt ihr geheiratet? Wir wollten uns eigentlich lediglich persönlich absichern. Verstehe. Ist dein Partner in deinem Alter auch? Bitte? Ist dein Partner auch in deinem Alter? Er ist etwas jünger, er ist 57. Naja, Aber das war bis jetzt kein Problem. So, jetzt habe ich aber erfahren durch einen Anruf von einer Person, dass da nebenbei etwas läuft. Bei ihm? Ja, und ich muss dazu sagen, er wohnt nicht in unserem gemeinsamen Wohnort. Er arbeitet außerhalb. Weit außerhalb? Weit außerhalb. Ja. Und da bin ich kurzerhand hingefahren, und zwar am 9. jetzt gerade ganz frisch, und habe die beiden erwischt. Ach. Da sind sie gerade aus einem Skiurlaub zurückgekommen. Aus dem Skiurlaub, nachdem ihr am 27. geheiratet genau. habt, waren die im Skiurlaub? Genau. Wie lange? Das waren 4 Tage.
Und was hatte er dir erzählt, wo er ist? Er testet Ski. Er testet Ski von der Firma. Das heißt, so halb war es wahr, dass er unterwegs war, aber er hatte die Frau dabei. Ja. Boah, wie krass. Und wie lange läuft er schon zwischen den beiden? Er sagte mir ganz offen und ehrlich, das läuft schon seit circa 12 Jahren. Das ist ein Schlag für dich, ne? Ja. Seit 12 Jahren? Und wie eng ist das? Hast du das gefragt? Ziemlich eng. Der Bursche hat also sich zwei Frauen gehalten, im Klartext. Ja, er lief zweispurig. Zweispurig. Eine da, wo er arbeitet? Ja. Machst du mal den Fernseher oder das Radio ganz leise? Ich höre mich gerade im Hintergrund. Ja. Und da, wo du bist? Ja. Wusste denn die Frau von dir, die andere Frau? Oder weiß die von dir? Die weiß nun von mir noch. Die weiß nur von dir, genau. Genau. Mhm. Ja. Die wusste es vorher nicht. Doch, die wusste das. Die wusste das, achso. Ja. Der hatte das hatte er ihr gesagt, dass du da bist. Ja. Hm? Die Situation, dass du sie erwischt hast, wie hast du da reagiert? Wie ist da alles, was ist da passiert? Ja, sie standen vor seinem Haus und haben gerade die Autos umgeladen und sie holte gerade was aus unserem Auto raus und ich habe sie gefragt, was machen Sie an unserem Auto? Mhm. Das ist unser Auto, hat sie mir geantwortet. Und da sag ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Und da war sie wohl sehr verstört und es war ihr wohl auch peinlich. Aber hat die denn nicht dann schnell geschaltet, dass du bist? Ja, doch. Das sie schon. Hat sofort geschaltet. Mhm. Jetzt sag mir nochmal, das habe ich gerade am Anfang nicht richtig kapiert. Durch wen hattest du diesen Hinweis bekommen, dass da was läuft? Durch eine ganz fremde Person. Die hat dir das gesteckt? Ja. Mhm. Mhm. Also das ist ein Zufall gewesen? Das ist ein Zufall gewesen. So, wie ist jetzt die Stimmung zwischen dir und deinem Mann? Ganz fürchterlich. Das glaube ich. Das glaube ich. Du warst eigentlich... Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Mhm. Du warst bislang mit diesem Mann glücklich? Ja. Und hast ihn sehr geliebt? Sehr. Sehr. 32 Jahre, das ist ja noch eine wahnsinnige Zeit. Warum, lass mich das noch fragen, das ist ja vielleicht in eurer Generation gar nicht so üblich gewesen, dass man einfach so zusammen ist. Warum habt ihr nicht schon viel, viel früher geheiratet? Wir haben es nie für nötig gehalten. Weil ihr gedacht habt... Das heißt, es war mal der Wunsch seinerseits da und dann mal wieder meinerseits. Ja. Aber es ist es hat nie funktioniert. Mhm. Und ihr habt euch dann damit auch so arrangiert und habt gedacht, na okay, das ist halt unser Leben und unser Lebensmodell. Man muss ja nicht immer alles so machen, wie die anderen es machen. Ja, genau. Ja. 12 Jahre ist er mit der anderen auch zusammen. Und sehr intensiv zusammen, wie du sagst. Ja. Das ist nicht nur... Ich habe es nie gemerkt. Nie gemerkt. Er hat dich nach Strich und Faden belogen. Ja. Perfekt belogen, dass du es nicht gemerkt hast. Ja. Und wahrscheinlich gehen dir jetzt 100.000 Situationen durch den Kopf, wo du denkst, was hat denn der damals eigentlich gemacht? Wie hat er sich da verhalten? War der in Gedanken vielleicht bei der, während wir das gemacht haben und so weiter? Ja, genau. Mhm. Wie stellt er sich denn zu der Situation jetzt? Cool, würde ich mal sagen. Ganz cool. Nämlich? Was heißt das? Er sagt zwar immer, ich wäre die Nummer 1 gewesen und das hat doch keine Bedeutung. Er hat das doch nie so ernst genommen mit ihr und ich soll mich doch nicht aufregen. Mhm. Das ist aber schwer zu sagen. Ja, und er, was will er jetzt? Soll das so weiterlaufen oder was ist sein Plan? Er sagt, wenn das so ist, dann mache ich jetzt Schluss mit dir und ich verspreche es dir. Glaubst du ihm das? Nein. Hm. Vielleicht solltest du dich mit der Frau mal unterhalten. Wer weiß, was er lernt. Die will nicht. Die will nicht. Das habe ich ihr angeboten. Mhm. An dem Abend sofort. Wer weiß, was er der alles erzählt hat. Ja. Ne? Vielleicht hatte der auch. Meine Gedanken. Wer weiß, was er der. Vielleicht hatte der auch erzählt. Hier, du bist die Nummer 1 und nicht die Ursula. Ja. Ich habe ihr auch gleich gesagt, wissen Sie überhaupt, dass wir geheiratet haben? Wusste sie das? Nein. Wisst ihr? Wer weiß, wie die Frau jetzt auch da verletzt sitzt. Ja. Ich kann dich sehr gut verstehen, Ursula. Ich wäre super, super enttäuscht und zornig auf den Typ. Ja.
Und ich weiß auch nicht an deiner Stelle, wie man weiter mit so einem Menschen, der einen so lange so belogen hat, leben kann. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Und dann das auch noch nach der Hochzeit. Ich habe schon an Annullierung gedacht. Mhm. Mhm. Sagt er denn, ist er denn zumindest irgendwie ein bisschen reuig, dass er sagt, mir tut das unheimlich leid und... Ja, er sagt das schon, aber es ist so, wie er sagt, glaube ich es nicht. Ja, wie du gerade sagst, der reagiert cool darauf. Ja. Der sagt das irgendwie so, aber von Herzen kommt das nicht. Das ja, glaube ich nicht. Ich komme echt nicht klar damit. Mhm. Verstehe ich. Kenne mich auch nicht, Ursula. Kenne mich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie man so ein Vertrauen wieder aufbauen soll, was der Mann kaputt gemacht hat. Das hätte ja jetzt noch endlos so weiterlaufen können, ne, wenn du nicht zufällig das erfahren hättest. Das wäre immer so weitergegangen. Mhm. Was hat das jetzt, abgesehen davon, dass das jetzt so ein ganzes Lebensmodell für dich auch zusammenbricht, was ja ganz schlimm ist, auch in dem Alter. Genau. Bemerkst du, dass sich dein Gefühl zu ihm auch verändert hat? Natürlich. Ja. Natürlich. Das ist so eine Enttäuschung. Mhm. Die kann ich irgendwie gar nicht verarbeiten. Mhm. Würdest du sagen, dass du den trotzdem noch liebst, oder kann man jetzt im Moment gar nichts dazu sagen? Ich kann nichts dazu sagen. Mhm. Weißt du, dass ich da sehr froh bin, dass du mir das antwortest? Ich fände es schlimm, wenn du jetzt gesagt hättest, ich liebe den aber immer noch. Ich bin froh, dass du sagst, ich kann nichts sagen im Moment, weil das ist die richtige Reaktion. Weil ich nicht fertig werde damit. Mhm. Da ist das Wort Liebe viel am Platz. Mhm. Ja, finde ich auch. Es tut mir sehr leid für dich. Sehr leid. Wirklich. Das ist so eine Schmach und so eine Verletzung. Ja. Und das ist wirklich nur eine ganz tiefe Verletzung. Mhm. Ja, eine Demütigung auch. Ja, genau. Eine ganz schlimme Demütigung. Genau. Ich würde das rückgängig machen. Was willst du mit dem Typ verheiratet sein im Moment? Das ist doch absurd. Und dann soll, wenn er dich will, dann soll er sich auf den Hintern setzen und alles Mögliche in Bewegung setzen und auch wirkliche Reue zeigen. Und wenn man das überhaupt noch gut machen kann, ich weiß nicht, ob man das noch mal gut machen kann, aber nicht verheiratet bleiben mit dem. Ich finde das so respektlos. Natürlich für mein Umfeld eine Riesenblamage. Ja. Aber dann darf man nicht ans Umfeld denken, sondern muss an sich selbst denken. Ja. Ich finde das auch so respektlos von ihm, dass er so locker darauf reagiert hat. Ja. Das finde ich, das macht das Ganze, das ist der I-Punkt auf die Gemeinheit noch. Genau. Eigentlich hätte der vor dir niederknien müssen und hätte um Verzeihung bitten müssen. Aber der scheint so abgebrüht zu sein, wenn der 12 Jahre, 12 Jahre, muss man sich vorstellen, 12 Jahre in eine Parallelbeziehung laufen lässt. Ja. Da ja, ist er. Ja, die wäre nur mit ihm gerne Ski gefahren. Mhm. Mhm. Tja. Ich würde an deiner Stelle auf mich von dem Typ zurückziehen. Ja. So schlimm und so schwer das auch alles ist. Du kannst ja eh, du hast ja eh keine schönen Minuten mehr mit dem im Moment. Überhaupt nicht. Wenn du mit dem zusammen bist, dann hast du ja ständig die Bilder vor Augen. Wir sehen uns jetzt auch nur alle 2-3 Wochen. Mhm. Das ist auch dazu. Auch das ist ja auch keine Lösung. Ach, liebe Ursula, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ja. Das tut mir wirklich sehr leid, aber das ist so ein Liebeskummer, so ein Liebesleid, wo man so allein mit fertig werden muss. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob ich alleine damit fertig werde. Mhm. Ich kann es dir erst echt nicht sagen. Denkst du schon über schlimme Sachen nach? Manchmal. Mhm. Pass mal auf, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Ich möchte, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Ja. Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Ja? Alles Liebe. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.
So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gundel Blendin. Morgen sind wir wieder da. Morgen gibt's wieder eine Sendung im Fernsehen, allerdings eine Viertelstunde später um 1.15 Uhr. Im Radio bei 1 Live sind wir pünktlich um 1 wieder da mit einer freien Themennacht. Ihr könnt mich anrufen unter der bekannten Telefonnummer oder eben auch mailen unter domien@wdr.de. Gute Nacht, schöne Nacht. Tschüss.